Ja, hallo liebe Leute, Xiami hier und es geht auch schon wieder weiter mit meinem Krieger-Let's Play. Und zwar sind wir gerade stehen geblieben bei dem nächsten kleinen Posten, und zwar Ordils Zuflucht. Und hier sollen wir mal irgendwelche Kräuter sammeln und natürlich wieder Monster verkloppen. Da vorne gibt es gleich noch die nächste Quest von einem gigantischen Baum. Batrans Schlupfwinkel. Das ist ein Schlupfwinkel, der steht hier aber ziemlich auffällig. Aber der hat eine Wildfeuerflasche. Das heißt, jede Menge, jede Menge Mobs umhauen. Ich wollte, oh, was macht der denn hier am Boden? Ich glaube, der hat sich gerade in die Hose geschissen, als ich den angeschaltet habe. Sah mir zumindest ziemlich verdächtig aus. Du Ferkel, Mann. Ja, komm, pariere. Ja, jetzt. Wie man bei South Park schon gelernt hat, wenn man stirbt, scheißt man sich nochmal richtig fest in die Hose. Hat man hier gerade wieder gesehen. Kann ich darüber chargen? Nee, aber der kommt zu mir. Der kackt hier auch schon wieder hin. Immer diese Untoten mit ihrem unkontrollierten Darmausgängen. Boom. Der gibt uns nichts, aber er attackiert uns natürlich gleich, und so ein Wolf lässt er einfach mal so im Boden verschwinden, weil er so mega lustig ist. Boom. Der ist so richtig dreist, dieser kleine Wolf. Yasu, der klaut mir meine ganzen Kräuter weg. Glaube ich dir das hier weg? Ja, egal. Schauen wir einfach mal weiter rein, da in das Lager. Da sollten wir dann auch noch, oder? Ja, das ist alles hier, da sollen wir dann auch noch den Rest finden. Verbinden wir uns mal wieder. Ich muss mir echt was zu essen kaufen, das geht gar nicht mehr klar hier. Ich könnte etwas mehr Blutbier gebrauchen, um meinen Durst zu löschen. Immer nur am Saufen. Gibt's nicht. Oh oh. Ja, und da kommt er schon wieder angerannt. Ey, der ist so richtig dreist, der Typ. Beinhart ist er. Beinhart, da kennt er nix. Er rusht hier einfach durch und klaut mir alles vor der Nase weg. Wann kriege ich denn eigentlich mal meine Shouts hier? 42, das dauert ja noch. So, jetzt klau ich dir das. Du es gerade nicht geschafft hast, das zu looten. Wildfeuerflasche, wieso kann ich die nicht plündern? Buggt das Ding denn hier? Scheint irgendwie verbuggt zu sein. So, viele brauchen wir noch, zwei brauchen wir noch und so Kräuter brauchen wir auch noch. Da haben wir wieder eins. Das da hinten nehmen wir uns auch noch. Können wir gleich wieder regen an dem Mob hier. Wupp. Kraut Nummer 6. Ich weiß auch nicht, warum es mir jetzt die Quest-Ziele gerade nicht mehr in der Mitte anzeigt, aber egal, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Bam, 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 bam. Jetzt spotten wir den hier einfach zurück. Sehe ich auch schon wieder einen Zinnader, aber das ist jetzt auch schon der letzte Mob, den wir benötigen.
Der pullt hier gerade alles und rennt einfach nur im Kreis herum. Dann klaue ich mir so lange hier meine Blüten. So, aber was ist mit dem Quest-Item hier los? Ah, jetzt kann ich es looten. Ah, jetzt müssen wir den da hinten verbrennen, okay. Und jetzt so ein Zinnvorkommen auch irgendwie. Boah, Kameraperspektive, shit. Der Baum hier so prächtig ist. So. Dann brauchen wir den hier unten. Damit wir hier in Frieden ein Riesenfeuer verursachen können. Boom. So. Den sollen wir anzünden. Haben wir gemacht. Der brennt, fast nicht auffällig. Und wir verlassen einfach das Lager hier wieder. So geheimnisvoll, wie wir hier auch reingegangen sind. Nämlich gar nicht. Versuchen wir aber nicht allzu viel zu pullen. Jetzt endet das wieder im Tod. Der rennt hier einfach die ganze Zeit nur im Kreis. Ich glaube, der weiß nicht so recht, was er hier machen soll. Quest beenden, der hat nichts mehr für uns. Wunderbar. Schildwache Shader. Auch noch zum Abgeben. Hier auch noch. Das Kraut wird zurückgebracht. Bring den Beutel voll Banzer zu Orden der Runenblatt im Maestras Posten im Eschental. Genau das ist der Turm, von dem ich letzte Folge gesprochen habe. Maestras Posten, das war er. Ich wusste doch, da war irgendwo ein A drinnen. So. Einfach geradeaus. Dann trinken wir so lange immer was. Da. Rendil Rundblatt. Erzverkommen lassen wir hier nicht zurück. Wie viel Skill haben wir hier schon? 70. So, was geht hier ab? Hier ist wieder ein 90er unterwegs. Stamm der Schildwachen aus. Mir ist das Post um 3 Zerstörer des Eschentals und 10 Eindringlinge der Horde zu vernichten. Okay, dann müssen wir hier unseren Beutel abgeben. Licht getaucht, stellt ein getauchtes Gebräu her. Blablabla. Findet Terronis. Da ist an dem See gleich wieder eine. Vorne kriegen wir auch noch zwei Aufträge. Deaktiviert den blauen, den grünen und den roten Mondstein. Und 10 beliebige Fuhrbolgs töten, machen wir als erstes. Da helfen uns die Nachtelfen auch nicht, da despawnen die einfach, so dreist wie die sind. Ja, aber das zuerst und danach erst die ganze Horde vernichten da drüben. Ach ja, ich wollte ja was zu essen kaufen. Oh mein Gott, das wird nie was werden, glaube ich. Wenn hier irgendwie hoch. Ja, chargen wir einfach den hier an. Die machen wir wenigstens nicht so viel Schaden. Wie die bisherigen Mobs immer alle. Nein, 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 komm her. Upp. Mal genug Wut, um alles rauszudumpen. Der nächste Bärchen um. Mal den grünen deaktiviert, auf zum roten.
Auch die sind wieder überhaupt nicht auffällig platziert hier überall. Da liegt ein toter Untoter. Ergibt nicht viel Sinn. Nein, 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 komm her, komm her, komm her. Sie wollen immer nur weglaufen. Heiltrank ist auch nicht blöd. Den verwenden wir jetzt gleich mal. Mehr HP verloren haben nach dem Zauber hier. Drei verfehlt er hier, aber egal. Hat sich trotzdem schon ausgezahlt. Und execute. Seidenstoff gibt es hier schon teilweise. Brauchen wir noch gar nicht. Kann gerade erstmal Wollstoffverbände herstellen. Hier gibt es irgendwo ein Erzvorkommen. Das steht da oben auf dem Berg. Dann hauen wir den hier auch noch über den Haufen. Wegrennen. Wieder ein geringer Heiltrank, kann man immer brauchen. Wie viele von den Fuhrbolks brauchen wir noch? Drei Stückels. Das heißt, wir haben den hier gleich mal im Haufen. Nummer 1. Und dann haben wir hier den dritten, plus unseren blauen Mondstein, der irgendwie weiß ist. So, und dann geht's wieder zurück zu unserem Posten und dann dürfen wir die Horde vernichten. Zerstörer des Eschentals und Eindringlinge der Horde. Es fällt den ein, hier unseren schönen Wald kaputt zu machen. Nein, verpiss dich. Ja, geht sich aus. So, gibt's hier irgendwo was zu essen? Nein, natürlich nicht. Rüstungsverkäufer gibt's hier. Weniger. Egal, dann, wo ist meine Armee? Ich glaube, ich muss das hier nochmal abbrechen und nochmal annehmen, damit ich hier meine Armee zur Verfügung gestellt kriege. Oder? Ja, natürlich. So. Attacke. Also besonders hilfreich sind die nicht. Ich dachte gerade irgendwie, dass die bereit mehr Schaden machen. Hoffe ich mal, dass ich hier nicht sterbe. Nummer 1 ist tot. Meine Nase ist so zu. Nummer 2 ist tot. Und Nummer 3 auch. Dann haben wir hier so einen Zerstörer kaputt. Boah, der hat ganz schön heftig viel HP. Boom, boom, boom. Wieso schreit der Zerstörer? Du siehst ja gar keinen drin sitzen, oder? Ah doch, ein Goblin. Warum schreit er dann wie ein Nachtelf, wenn er stirbt? Mysteriös. Oh oh. Das wird nicht schön ausgehen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Hoffen wir kurz zurück und gehen in den... Gehen kurz unsichtbar und verpissen uns mal hier kurz. Ich vertraue da ganz meinen Nachtelfen, die das nicht schaffen werden. Ich könnte noch einfach resetten jetzt langsamer. Oh mein Gott, jetzt kommt hier alles angerannt.
Nein! Will ich sterben? Will ich sterben? Pisst euch. Ah, oh, jetzt helfen alle Wachen mit. Das ist geil. So muss das sein. Wunderbar. Easy. Wo sind meine Nachtelfen? Ich hoffe, die kommen gleich wieder. Die kommen anscheinend nicht mehr. Geht mich der Verwüster jetzt auch? Noch nicht. Auch hier immer noch drei Eindringlinge. Wo sind meine versprochenen Nachtelfen? Ich sehe das jetzt schon wieder im Tod enden. Praktisch, dass man die hier immer in die Festung zurückziehen kann und die einen denen dann helfen. Aber ich würde hier echt gern neue Wachen haben. Oh, Verstärkung. Ah, jetzt kriege ich wieder welche. So, die zwei Verwüste brauchen wir noch. Dann haben wir das hier auch. Aber jetzt gebe ich hier schon wieder ein neuer Ork an. Die sind ja ganz schön hartnäckig hier. Machen die denn überhaupt Schaden? Nicht sehr viel. Ich glaube, ich muss hier auch mal kurz auf Range lamen, bis der drauf geht. Zum Glück kann man das so derart hardcore spammen. Oh Gott, so lame. Geht sich auch wieder nicht anders aus. Hauptsache die Quest ist fertig. Bam. Und wir können das hier hinten abgeben. Und den Hammerer des Läuterers zurück. Okay, so, das war wieder lang genug. Wie immer nicht vergessen, hier oben sind meine Social Networks, Follow und Gefällt mir drücken, wenn ihr up to date bleiben wollt. Ich versuche da so oft wie möglich was zu posten. Ansonsten war es das wieder für die Episode. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ich habe immer noch nichts zu reden gefunden.